Jo Leute, willkommen zurück zu Pokémon Feuerrot. Ja, wir befinden uns immer noch im Pokémon-Turm und denken mal, dass wir diesen Part auch den beenden werden. Hier sind immer noch ziemlich viele Trainer. Oder Trainerinnen. Oh, hier, ey, hier gibt es Tragosso. Cool. Ey, soll ich meins holen? Ey, kill es nicht, kill es nicht. Los, Superball! Ich hab voll einschläfern sollen, ich Idiot. Oh, hat aber trotzdem gereicht. Tragosso wurde gefangen. Ich werd irgendwann damit anfangen, die ganzen Pokémon irgendwie zu entwickeln, die wir fangen. X-Treffer, okay. Ey, muss man die nicht mehr bekämpfen? Oh, Nebulak, endlich männlich, komm! Oh, Vibe. Mein Vibe will ich nicht. Ich brauche Blut! Meins kriegst du nichts, geh an der nächsten Zapfsäule, an der Tankstelle. Kriegst du. Vielleicht kriegst du hier. Es gibt diese Super. Diese E10 und vielleicht gibt's mal Blut für dich oder so. Kostet 1,30 pro Liter vielleicht Blut oder so. Mach mal. Mann, Alter, willst du meine Pokémon schädigen, Mann? Ey, du gehst mir auf den Sack, du scheiß. Du fette Olle, du. Nebulak. Nebu, mach Lack jetzt. Nebu, mach Lack. Ich sage dir, mach Lack, du. Ich bin lustig. Wo bin ich? Ich weiß nicht, wo bist du denn? Ey, könnt ihr noch irgendwie alle. Was anderes außer Buhuhu? Alter, wer hat denn euer Drehbuch geschrieben, Mensch? Beziehungsweise euer Skript? Also ich bin dafür nicht zuständig. Und Level 33. Buh. Ah, bist du schon so buh, Alter. Die Frau ist buh, ey. Die hat einen Apollo wetten? Oh, hat die keinen Apollo, Alter? Go! So. Tot. Irgendetwas hat mich verlassen. Ja, dein Pokémon. Dann ein Pokéball. Noch ein Sonderbonbon, cool. Ich brauche schon zwei davon. Na, nee, aber jetzt wird nicht fangen irgendwie, weil ich meine, eine Psychokinese. Konfusion, der ist weg. Verschwindet, Eindringlinge. Der Geist. Der Geist taucht auf. Das Scope hat den Geist identifiziert. Der Geist war Knogger. So, Leute, und jetzt Daumen hoch. Daumen hoch, wer früher versucht hat, das Pokémon zu fangen. Ohne Witz, Alter. Ich hab früher mal versucht, das Ding zu fangen, ey. Weil ich dachte, ja, boah, geil, kannst du ja brauchen, das Ding, wa? Ja. Pustekuchen. Komm, wir machen Feierabend mit Lugok, Alter, komm. Klatsche weg, Alter. Es pumpt sich auf! Überhaupt nicht hier im Pokémon Stadium. Ich fand mein Pokémon Stadium in den Kommentar cool. Es pumpt sich auf! Voll auf die Bretter und so eine Sachen, das fand ich mal richtig cool. Der Geist war die rastlose Seele der Mutter eines Tragosso. Ihre Seele hat Frieden gefunden. Sie ist in das Jenseits eingekehrt. Ja, wir auch. Boah, schon wieder Rocket, Alter, geht.
Gib mir nicht mal auf die Klöten, Alter. Was willst du? Warum bist du hier? Weil ist so. Weil Bock, ich dachte, ich hoch hier gehen in den Turm, um was zu finden und so. Was ich gesucht habe, das du gleich sehen wirst. Okay, das war jetzt voll Yoda-Sprache. Ah, wer es kann, das kann. Der kann's, ne? Ja, hoffentlich erreichen die Rocket Hanks, um mich auf Level 34 zu bringen. Ich überlege gerade, ob ich mit den Sonderbonbons Duflo ein bisschen helfe. Überlege ich gerade. Oh Gott, aber ich wollte gerade sagen, ey, komm jetzt mal hier über welche Pokémon, wo ich ein bisschen mehr Punkte kriege. Ich glaube, der müsste trotzdem kaputt sein. Ah ja, schade, hat mich schon gereicht. Na, fick dich, ich hasse, wenn die Attacke gegen mich eingesetzt wird. Punkte, nice. Ich gebe auf. So besser so für dich. Das werde ich dir nicht verzeihen. Oh, sind nur drei, okay. Da war so ein alter Knacker, der behauptet hat, wir würden Pokémon quälen. Willst du meine Meinung hören? Pass mal auf, wessens Pokémon jetzt hier gleich gequält werden. Meine oder deine? Also, du willst wirklich meine Pokémon einpacken und aussehen, bevor sie noch Schlimmes erleiden. So wie das zum Beispiel. Tja, du wolltest nicht auf mich hören. Was hast du? Oh, Traumado, ey. Nö. Okay, los, Glurak, kümmere dich mal drum. Glurak! Flügelschlag! Bitte lass mich in Ruhe. Okay. Lass dich einrichten. Pokémon sind nur zum Geld verdienen gut. Halte dich aus unseren Angelegenheiten heraus. Du wirst niemanden retten. Doch, ich hoffe dein Verstand. Okay, okay. Jetzt werden wir auf jeden Fall auf Level 34 kommen. Auf jeden Fall. Konfusion! Bam, Alter! Kaputt! Noch ein Zubat und sind wir auf Level 34 und dann kriegen wir eine Attacke, die sich gewaschen hat. Woher ich schon drauf gewartet habe. So, versucht Psystrahl zu lernen, genau. Das ist die Attacke, von der ich gesagt habe, dass wir sie haben wollen. Dafür kommt Konfusion weg. Jetzt kommen nur so eine Mörderattacken. So, Ratzfatz, jetzt würde ich aufpassen an der Stelle. Ich bin mit neuen Attacken ausgerüstet. Das ist doch alt. Guck mal das hier. Jetzt haben die jetzt recht keine Chance mehr, jetzt wo Zielstrahl ist, wo ich Zielstrahl kann. Auch Radikal wird jetzt, glaube ich, keine Chance haben, bin ich mir sicher. Oh doch! Oh, erstaunlich, erstaunlich. Ich bin immer schneller, ich weiß nicht. Ja, hallo, du bist schneller als ich? Ist dir aufgefallen, hoffe ich mal. Schlaf, Kindchen, schlaf. Das Netto wiegt dich in den Schlaf. Oder erzählt dir was vom Schaf. Jetzt ist es weg. So. Leg dich nicht mit dem Team Rocket an. Hab ich doch schon. Zweimal jetzt. Du wirst nicht ungestraft davon kommen. Was? Du kommst, um mich zu retten? Vielen Dank, aber ich bin freiwillig hier. Ich komme hier, um die Seele von Dragosas Mutter zu beruhigen. Die Seele des Knorker sollte nun in die ewigen Jagdgründe eingekehrt sein. Trotzdem danke ich dir für deine Sorgen um mich. Folge mir in das Pokémon-Clubhaus am Fuß dieses Turms. So, erstmal den quatschen.
D-World, du kannst deinen Pokédex nicht verenden, wenn du deinen Pokémon nicht genügend Liebe und Respekt entgegenbringst. Dies wird dir bei deinem Abenteuer helfen. Pokéflöte, jawoll. Schlafende Pokémon wachen auf, wenn sie das Spiel der Pokéflöte hören. Du kannst damit alle schlafenden Pokémon wecken. Das werden wir auch noch gebrauchen. Denn wir gehen jetzt erstmal nach Urania City, wir haben noch ein bisschen Zeit. Wir werden nach Urania City sausen und erstmal die Angel besorgen. Tragosso werde ich aber trotzdem erstmal ablegen, weil ich glaube, Tragosso ist normal, ne? Normal Pokémon kann ich jetzt nicht wirklich großartig gebrauchen im Team. Ne, ist Boden, aber trotzdem, naja, ne. Boden-Pokémon nicht. Ich möchte eher so verschiedene, so Psycho-Pflanze. Ich möchte von allen ein bisschen was haben. Damit wir gegen alles gerüstet sind, wisst ihr? So. So, dann haben wir das auch geschafft. Go! Jan Ulrich wieder auf geheimer Mission. Ich glaube, wir müssen jetzt nach oben, wenn wir nach oben sind, wollen, oder? Nach oben. Ne, nach oben geht's nach Zug nach unten, genau. So. So. Jetzt muss ich mal gucken, welches Haus es war. Ich glaube, das war's. Ich bin der Profi-Angler. Ich liebe den Angelsport. Angelst du auch gerne? Klasse, du bist mir sehr sympathisch. Nimm das hier und geh angeln. Gut. Dann werden wir uns das Vieh jetzt noch holen. Krallen. Hier ist direkt Wasser. Mein kleiner Happen, okay. Ey, hallo. Lustig, wenn man Angel hat, dann kommt nur Carvados. Wenn man die Profi Angel hat, dann kommen natürlich ein paar andere Viecher. Alter, was ist denn bitte? Hallo? Ist hier ein nettes Carvador? Alter. Warte mal, geh ich mal was gucken, warte mal. Hier ist auch noch Wasser. Hier wird es ja wohl eins geben. Ah, geht doch. Level 5, ja, das war klar. So, schlaf erstmal eine Runde. Ich werde den nächsten Part bis Level 19 ungefähr trainieren, oder denke ich mal. So, normal Pokémon reicht. Ja, uns gereicht. So, Carvador wurde gefangen. Ist doch ganz gut. Kann man sich ja nicht beklagen. Gut, dann gehen wir jetzt nochmal ins Pokécenter heilen und dann mal gucken, was wir im nächsten Part machen werden. Ah doch, ich glaube, ich weiß nicht, was wir im nächsten Part werden. Wir werden dann in den Westen, also nicht in den Osten, von Prismania aus nicht in den Osten gehen, sondern in den Westen. Das werden wir machen. Oder wir werden wahrscheinlich auch erstmal ein Evoli holen. So, ich würde sagen, Leute, wir machen jetzt mal Pause. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wir sehen uns bei Nüsse. Bis dahin. Ciao, ciao.